Ich meine, ist doch doof, wenn man immer so Cliffhanger aus dem Nether macht. Das gab es schon oft genug. Zum Beispiel bei The End Season 4 gab es das auch schon. You can't take it back, no. I'm not so much, let me see, but take my words and walk away. Sehr gut, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Revive. Und ja, heute mal wieder ganz alleine. Also ohne, dass jemand mit im Gespräch ist oder sowas. Denn ich muss jetzt einfach gewisse Sachen loswerden. Zum einen sollte ich allmählich die Schuhe hier reparieren. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Aber wieso geht das nicht? Das ging ja im letzten Part auch schon nicht mehr. Ah, das ging. Das ist gut, dass immerhin das Schwert wieder repariert ist. Den zu reparieren ist eigentlich voll blöd. Ah, das kostet ja gar nichts, ne? Den zu reparieren. Wobei, ich weiß gar nicht. Geht gar nicht. Na gut, dann verbrauche ich den noch kurz. Ja, okay, jetzt bleibt er dafür da. Gut. Ja, auf jeden Fall habe ich heute ein paar Themen zu besprechen zu meinem derzeitigen Ausbildungsstand. Denn vielleicht weiß der. Ja gut, jetzt ist der Speed weg. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ich will eigentlich schon, dass ich den Speed noch habe. Egal, ich gehe jetzt ja eh nichts Dungeon-mäßiges looten, deswegen. Also, ich gehe jetzt eh keine Dungeons looten. Ich will jetzt eigentlich Obsidian holen, Obsidian farmen. Wo ist meine andere Spitzhacke eigentlich? Die die komplett verzauberte. Die Freezerite-Spitzhacke. Hier ist der Warlock-Stuff und die ganze Krimskrams. Ich werde übrigens gleich zum Thema kommen, aber so, dass ihr noch Bescheid wisst. Ich habe es nicht vergessen, dass ich ein Thema ansprechen will. Aber ich finde jetzt gerade den Freezerite, oder die Freezerite Spitzhacke nicht. Was ist die? Ach, stimmt, die ist ja bereits in meinem neuen Wohnsitz drüben. Ich will eigentlich auch gucken, ob die anderen vielleicht schon ein Nether-Portal gebaut haben. Denn das würde ich ziemlich unnötig machen, hier noch nach dem ganzen Krimskrams Ausschau zu halten. Also, dass ich jetzt noch Obsidian holen würde. Mal gucken, vielleicht ist ja hier irgendwo ein Nether-Portal drin, ne? Gespannt. Das sieht zwar eher nicht danach aus. Nee, hier ist nichts drin. Aber das Haus sieht von Roku eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Chux hat sein Haus da oben im Berg drin. Das weiß ich, das habe ich bei ihm in der Folge gesehen. Dann hole ich langsam ein bisschen Obsidian für das Nether Portal. Denn wir sollten echt uns langsam in den Nether begeben. Das Problem an der ganzen Sache ist, wie komme ich jetzt möglichst schnell ab an Obsidian? Ne, ich weiß jetzt sogar wo. Ich weiß, wo es noch einen Lavasee hat. Stimmt, dann mache ich das kurz da. Ich weiß jetzt nicht, was ist schneller, Freezerite Spitzhacke, wenn ich die mit Efficiency 5 ist vermutlich stärker oder macht das Ganze schneller als eine Dia Spitzhacke. Was ich jetzt aber brauche, ist ein Water Bucket. Vielleicht finde ich noch einen. Ich weiß nicht. Hier habe ich noch ein Anvil drin. Nee, dann mache ich einen neuen halt. Geht am schnellsten, denke ich mal. So, hier. Zack, zack, zack. Eine Schaufel, die ich gerne auch noch mitnehmen, falls ich in Treibsand oder so gerate. Wäre nicht so schön, weil dann hätte ich fast alles verloren und wieder ein Tod mehr. Und ich habe derzeit mehr als genug Tode, deswegen sollte ich allmählich auch die anderen aufholen. Ich werde jetzt vermutlich noch ein paar Parts aufnehmen. Ich darf nämlich jetzt wieder aufnehmen, glücklicherweise. Ich würde jetzt genug Zeit streichen lassen. Ich habe mir gedacht, ja, wir sind ja eh nur noch zu dritt und da muss ich ja nicht unbedingt immer mit den anderen zusammen aufnehmen, sondern kann auch gerne mal über ein Thema oder sowas labern. Und das habe ich jetzt tatsächlich im Sinne. So kann man übrigens ewig unter Wasser atmen, wie ich es jetzt gemacht habe. Man braucht nur ein Water Bucket, weil den kann man unter Wasser wieder ausleeren. Das wissen ganz wenige eigentlich. Also, die meisten wissen gar nicht, dass man den Water Bucket unter Wasser ausleeren kann. Ich finde das eine ganz lustige Tatsache eigentlich an sich. Aber gut, okay. Physikalisch wäre das eigentlich gar nicht möglich. Aber, ja, wir machen jetzt hier keinen Physikunterricht. Das ist Minecraft. Das braucht keine Logik dahinter. So. Ja, meine Freunde.
es ist, denke ich mal, euch bewusst oder ich denke mal, ihr wisst bereits, dass ich meine Ausbildungsstelle mal verloren habe. Das habe ich schon in etlichen Videos erwähnt. Jetzt habe ich es halt nochmal erwähnt, aber okay. Für diejenigen, die das noch nicht wussten. Oh, ich hätte ja sogar eine Schaufel dabei. Wieso erschrecke ich dann? Und ja, das Ding an der ganzen Sache ist jetzt halt, dass ich natürlich jetzt erstmal ein Zwischenjahr mache, ne? Jetzt habe ich ein Zwischenjahr angefangen, werde jetzt in diesem Zwischenjahr ein bisschen arbeiten, ein bisschen Kohle verdienen halt einfach, um mir nachher ein Motorrad gönnen zu können. Ja, ich habe vor, mir ein Motorrad zu kaufen, damit ich nachher nicht wieder in ein Wohnheim gehen muss, denn meine Freunde, das war ebenfalls einer der Gründe, weswegen ich letzten Endes die Ausbildung nicht geschafft habe, dass ich einen seltsamen Mitbewohner hatte, der im Grunde genommen keine Rücksicht auf mich genommen hat. War natürlich in diesem Sinne ziemlich doof, ne? Aber was will man da machen? Es war nicht der Hauptgrund, will ich jetzt einfach mal sagen. Oder es war nicht. Es war zwar einer der Hauptgründe, aber es war nicht der einzige Grund. Nur so mal, um das festzuhalten. Nicht, dass dann alle sagen, yo, du kannst ja eigentlich gar nichts dafür. Doch, ich kann durchaus was dafür. Hier ist der Lavasee. So. Schön markiert. Und dann laufe ich nämlich jetzt direkt mal dahin. Ups. Stimmt, ich habe ja hier das Ganze auf eben nicht auf Q, sondern auf 1. Hier habe ich keine Hotkeys drin, weil das Hexit ist. Ja, auf jeden Fall habe ich dann sozusagen meine Ausbildungsstelle zum Teil eben deswegen verloren. Und damit das nicht wieder passieren kann, habe ich mir gedacht, yo Greeny, du nimmst dir ein Motorrad am besten. Ist, denke ich mal, das Klügste. Und dann bleibst du somit im Grunde genommen mobil. Also was heißt im Grunde genommen? Damit bin ich viel mobiler. Und dann gehe ich nicht mehr in so ein Wohnheim, wie ich das letztes Jahr gemacht habe, so ein verkacktes Wohnheim. Das ist nämlich keine gute Idee. Für mich zumindest. Sondern ich werde dann jeweils mit dem Motorrad fahren. Ne? Und ich halte das Ganze für eine ziemlich interessante Idee vor allem. Wer braucht es hier überhaupt ab? Funktioniert das überhaupt? Stimmt, man bräuchte eine Dia-Spitzhacke hierfür. Bin ich eigentlich bescheuert? Ja gut, dann kann ich nochmal nach Hause gehen. Ich voll Horst. Na gut, ich habe jetzt zumindest einen Waypoint schon. Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Zeitverschwendung, aber okay. Damit kann ich leben jetzt eigentlich. Ich muss ja nachher ins Nether gehen. Da lag gerade was am Boden, okay. Gut, na dann. Ja, auf jeden Fall, damit das eben nicht passiert, bin ich dann mobiler mit dem Motorrad und habe mich deswegen auch umgesehen nach ein paar Motorrädern und habe da richtig fette Motorräder auch schon gesehen. Ehrlich gesagt freue ich mich schon richtig auf die Prüfung. Lol. Da hat jemand schon angefangen, den Meteorit abzubauen, glaube ich. Hat dann irgendwie das Dach gelassen. Sieht auf jeden Fall irgendwie schön aus, finde ich. Persönlich. Ja, auf jeden Fall habe ich da ein paar coole Motorräder gesehen. Ich werde natürlich kein ganz neues Motorrad kaufen, weil das ist meiner Meinung nach einfach nicht nötig für mich. Direkt so zum Anfang, dann plötzlich mache ich einen Unfall und dann ist es kaputt. Und dann habe ich so gedacht, nee, neues Motorrad ist voll die blöde Idee. Ich werde mir ein gebrauchtes kaufen, das aber noch nicht so viele Kilometer drauf hat, sodass ich dann damit auch gut noch was fahren kann. Also nicht, dass ich dann das ein halbes Jahr habe oder so und danach hat es so viele Kilometer drauf, dass man das nicht mehr brauchen kann, sondern wirklich, dass es erst wenig hat. Und ich habe da ein richtig krasses gesehen für 3.300 Euro, waren es leider. Ich muss dann noch wegen der Schweizer Seite gucken, also ich bin ja Schweizer, ne? Brauche ich natürlich eine Schweizer Seite, ist klar. Auf jeden Fall, ja, dann habe ich da gesehen so für, wie gesagt, so 3.300 Euro und das Motorrad hatte 8.300 Kilometer und das sieht richtig, richtig fett aus, so ein richtiges, wie will man, so ein Racer-Bike halt, ne? Es ist von Yamaha, soweit ich das gesehen habe, und das sind sowieso, ist sowieso eine richtig geile Marke, was Motorräder betrifft. Sonst Autos oder so würde ich jetzt niemals von Yamaha kaufen, weil das ist so eine Rennmarke bei Autos, aber ja, ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass man Motorräder heutzutage so günstig kriegt. Die Prüfung ist ja generell nicht sonderlich schwer, beziehungsweise, also schwer,
Das will ich jetzt gar nicht sagen. Prüfung kann durchaus sein, dass die schwer ist. Ich habe sie ja noch nie gemacht. Aber teuer, teuer war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Im Gegensatz zur Autoprüfung ist die saumäßig günstig. Also das ist schon krass eigentlich. Und deswegen finde ich natürlich auch, das ist eine voll gute Idee, sowas zu kaufen für ebenso wenig Geld. Deswegen arbeite ich ja jetzt auch durchgehend, um halt Geld für sowas zu verdienen. Und dann kann ich mir sowas ohne Probleme nämlich auch leisten. Zudem habe ich vor Ende, also dann werde ich jeweils am Abend auch wieder hier zu Hause sein. Aber das werde ich dann trotzdem mit Lernen wieder nachgeben. Deswegen werde ich jetzt versuchen, 3 Jahre vorzuproduzieren. Aber das ist ein anderes Thema. Da komme ich dann vielleicht an ein anderes Mal zu sprechen drauf. Ja, was ich aber auf jeden Fall auch mal sagen wollte, ist, dass ich auch nicht nur deswegen Geld sammle, sondern ich habe auch im Winter was richtig Cooles vor. Und zwar... Ah, hier ist das. Ne? Gut, dann baue ich hier erstmal die Spitzhacke. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil das dauert relativ lange, jetzt das abzubauen. Vor allem ist da jetzt gerade zugefroren. Oh, Gott sei Dank ist da nichts. 10 Stück brauche ich. Kann ich hier so reingehen? Kein Problem, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall habe ich noch was anderes vor. Und zwar will ich, und das will ich jetzt wirklich ganz, ganz dringend, im Winter dann, im Winter, was rede ich, im Frühsommer nächstes Jahr, ich denke mal ein bisschen vor der Gamescom noch, habe ich vor, England zu reisen. Ich bin jetzt gerade ziemlich unentschlossen, was ich sagen will, deswegen ja, bin ich ein bisschen bescheuert. Ich konzentriere mich zu fest hierauf, weil ich Angst habe, dass hier irgendwo Lava ist. Aber okay, ich konzentriere mich wieder. Okay, Leute. Jedenfalls will ich dann auf England in den Sprachaufenthalt gehen, das für einen Monat. Und dementsprechend, damit ich halt einfach sehr gut in Englisch werde, ein bisschen Englisch üben, ne? Ist, denke ich mal, nicht schädlich, sondern eher ziemlich gut, sowas zu machen. Dann habe ich nämlich nachher in der Schule Englischunterricht, so ich so, ja, Englisch, kein Problem für mich, ich bin ja green, ich kann Englisch. Jetzt noch nicht, aber das wird sich dann auf jeden Fall entwickeln, wenn ich das mache. Und plus halt das Jahr, wo ich noch Vorwissen habe von letztem Jahr, das wird auf jeden Fall lustig dann nächstes Jahr. Mache ich nur noch Bestnoten. Also dann ist so, da, ja, Chemie, kein Problem für mich, habe ich alles schon durchgenommen. Physik ebenfalls alles schon durchgenommen, ganze Formeln kann ich ja noch. Dann, ja, ich werde natürlich auch dieses Jahr ein bisschen dazu nutzen, das Ganze wieder ein bisschen aufzufrischen, was wir letztes Jahr durchgenommen haben. Also nicht so, dass dann plötzlich komme ich da hin und so, oh fuck, ich habe alles vergessen, was wir eigentlich letztes Jahr durchgenommen haben. Habe ich jetzt verkackt? Ja, habe ich. das wäre dann nämlich gar nicht mal so geil, finde ich. Das wäre dann eher ein Fail. Okay, die Schuhe halten noch einiges aus. Das ist sehr schön. Und wir können jetzt dann bald ins Nether gehen. Das wird dann richtig schön. Lass mich in Ruhe. Halt mich in Ruhe, ja. Auf jeden. Und ja, denke ich mal, ist eine coole Idee an sich, so dahin zu gehen. Nachher bin ich Englisch-Genie schlechthin. Okay, das denke ich mal nicht. Aber nachher bin ich auf jeden Fall viel, viel besser in Englisch als jetzt. Habe gute Schulnoten. Das wird richtig lustig dann. Ja, also ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Und in der nächsten Folge werde ich noch ein anderes Thema ansprechen. Wir sind jetzt erst bei, wir sind erst bei 13 Minuten. Das heißt, dann, für diese Folge reicht es, denke ich mal, nicht, um das Thema anzusprechen. Dann werde ich das lieber erst in der nächsten Folge ansprechen. Ich habe aber noch ein paar andere Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, eben wegen der Lehrstelle, die ich verloren habe. Das war ja grundsätzlich so, dass ich im Wohnheim jeweils war letztes Jahr, ne? Und deswegen konnte ich ja dann auch nur am Wochenende aufnehmen und nie unter der Woche. Wochenende immer Aufnahmetermine, hier, da, dies, das, Ananas, ne? Überall, und dann war ich immer sehr ausgebucht. Zusätzlich hatte ich einfach niemals die Möglichkeit, 2 Videos am Tag hochzuladen, weil das wäre dann einfach zu viel geworden. Ich weiß nicht, ob ich das nächstes Jahr wieder durchziehen kann. Wenn ich es schaffe, genug vorzuproduzieren, dann auf jeden Fall. Wenn ich es nicht schaffe, dann müsste ich dann eventuell sogar runterstellen, wieder auf 2 Videos am Tag. Ne? Halt einfach, dass ihr da Bescheid wüsstet. Dann, das ist das alte Haus von denen. Ich will hier jetzt eigentlich nicht rein. Geh jetzt in die Kirche. Ich mache am besten in der Kirche das Nether-Portal. Das wäre voll lustig. Nee, das ist zu klein. Es ist nur 3 Felder breit. Ach, ich mache das irgendwie hier von hinten so. Hier. Wobei, ich weiß nicht, ist es hier nicht ein bisschen nervig, wenn das hier so steht? Ach, egal.
Das macht zu viel Lärm, glaube ich. Dann mache ich das hier hinten. So. Oh nein! Da verbaue ich mich eiskalt, weil ich Speed drauf habe. Na gut, auf jeden Fall, wie gesagt, dann war das halt so schon mal ein Problem, was die Aufnahmen betraf. Und deswegen konnte ich dann nur am Wochenende so aufnehmen, ne? Das war schon mal das eine. Aber das hat mich eigentlich groß dann damals nicht gestört, weil ich gedacht habe, ja, YouTube ist zwar ein schönes Hobby, aber grundsätzlich ist mir die Schule dann letzten Endes trotzdem noch wichtiger. Das hat sich übrigens, oder daran hat sich bislang nichts geändert. Also Schule ist mir nach wie vor wichtiger als YouTube. Weil ihr müsst bedenken, mit YouTube verdiene ich kein Geld oder so. Also für alle, die immer wieder sagen, yo, du machst alles nur wegen Klicks, wegen Geld, was weiß ich. Ich verdiene null Kohle mit YouTube. Absolut gar nichts. Also einfach, dass ihr das wisst. So, jetzt brauche ich erstmal aber... Okay, ne? So, Flint. Perfekt. Dann Eisen hier eins, zack. Und so, Flintensteel. Dann kann ich nämlich direkt ins Nether gehen. Oder soll ich damit bis... Nee, ich mach das jetzt einfach. Anstatt, dass ich jetzt so einen richtig kleinen, krassen Cliffhanger draus mache. Ich meine, ist doch doof, wenn man immer so Cliffhanger aus dem Nether macht. Das gab es schon oft genug. Zum Beispiel bei The End Season 4 gab es das auch schon. Ein Flugstab wäre vielleicht gar nicht mal so gut, dumm gewesen, aber okay. So, looten wir hier erstmal. Zack, zack. Das hat uns schon viel... Was? Lol, das geht ja richtig schnell. So kann ich ja wirklich eine richtig fette Villa bauen. Lol. Als ob das so schnell geht. Vor allem, guck mal die Level an. Guck mal die Level an. Das ist nicht mehr normal. Was? Ich habe zwei... Ich habe zwei Dings abgebaut. Zwei... Ich weiß, was hier vielleicht schlau wäre. So eine Höllioritenrüstung. So, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber das wäre gar nicht mal doof, weil die ist feuerresistent. Dann wäre ich damit schon ein bisschen safer. Aber okay, passt schon. Wie viele... What the fuck? 16 Netherquarz, hier nochmal 7. 23 Hä? Das geht ja viel zu schnell! Muss ich ja nur zwei Folgen farmen und dann bin ich schon da, kann ich mir schon meine Villa bauen. Oh, hier ist dieses. Das ist, glaube ich, ziemlich wertvoll. Dazu brauche ich aber eine Dierspitze. Reicht das? Da baut es aber gar nicht ab. Nee, stimmt, dazu brauche ich das gelbe Erz. Das da oben. Das brauche ich zuerst. Und damit kann man dann später eben das andere abbauen. So. Pistig Lava. Die fließt ja hier zum Glück ziemlich schnell. Da ist immer noch eine Quelle. Ich wollte jetzt eigentlich was kurz trinken, aber das funktioniert hier irgendwie nicht so ganz. Okay, jetzt. Wo war das Gelbe nochmal? Da vorne. Hey, Alter, wie viele Quellen sind hier eigentlich? For realsies. Boah, ich bin so ein Trottel. Ah, zum Glück halten meine Schuhe das aus. Also ich halte das auf jeden Fall aus. Ich sollte jetzt daran nicht verbrennen. Sollte nicht. Das wäre jetzt... Das wäre es jetzt, wenn ich jetzt daran verbrenne. 3,5. Ah, ich hätte hier doch noch den OP-Apfel bereit gehalten. Das wäre eigentlich gar kein Problem gewesen. Aber für den schlimmsten Fall. Ach, weißt du was? Ich lasse das Gelbe jetzt da einfach in Ruhe. Das ist mir jetzt zu blöd, das zu versuchen, da zu holen. Boah. Mann! Jetzt habe ich meinen OP-Apfel deswegen verschwendet. Okay, also dieser Speed ist hier ziemlich nervig. Das kann ich schon mal sagen. Das ist wirklich... Ist eine Qual. Ich nehme eine andere Rüstung das nächste Mal mit. Jetzt nach Hause und dann komme ich in der nächsten Folge wieder mit einer anderen Rüstung, weil die Rüstung hier, die ist mir einfach zu blöd. Das ist mir wirklich zu blöd, Freunde. Ich bin viel zu schnell und dann habe ich kaum Zeit zu reagieren. Also ob.
Als ob. For real, sie? Guck mal. Wo war das jetzt? Irgendwo hier war nämlich die Königswahl. Ja, da oben. Das Portal habe ich da noch gesehen. Mann, jetzt kann ich ewig weiterlaufen. Egal, wir sind bei 20 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Peace and out. Ciao.